Ja, liebe gute Freunde, was läuft da beim Bauerhaus? Heute Samstag, den 19. November, 15 Uhr nachmittags. Ich wollte schnell mal den 714er nach vorne nehmen. Ich habe noch den Kreiselheuer im Reh auf der Wiese draußen, den nach Hause anhängen, waschen, schmieren, wegstellen. Und was ist passiert, was ich schon lange vermutet habe? Ja, der lange ist übertrieben gesagt, aber ich habe gemerkt, die Batterie wird immer wie schwächer. Ja, jetzt läuft der nicht mehr. Er hat nur noch gehustet zwei, dreimal. Jetzt weiß ich nicht, Batterie rausbauen und oben durch ist sie so komisch eine dreckige, ölige Schicht. Ich weiß nicht, ob da was undicht ist hier. Sieht fast danach aus. Die Vorderradfederung könnte das sein. Ich weiß es nicht genau. Also Batterie rausbauen, dann anhängen bis morgen und dann sieht man, wie die Batterie sich lädt. Ich denke, da muss eine neue her. Ja, das ist ein rechtes Teil. Und wirklich komisch ist da, dass es so ölig ist oben. Raus damit! Oh, das ist ziemlich schwer, denke ich. So, angehängt und da fließt Leistung. Und die Zelle ist auch nicht trocken. Ja, und darum Planung. Abgebrochen, werde Kreiselhöhe stehen lassen, mache nichts mehr, Feierabend, hat keinen Sinn, jetzt noch den 311er hervorzuholen, weil es wäre ziemlich schwierig. Ich zeige euch das noch schnell. Hier der 714er nimmt ziemlich viel Platz, der 311er da hinten und hier ist knapp. Vorne geht das schon, aber hinten ist er auch breit. Müsste fast diese alte Schnellbänder rausnehmen, damit ich da rauskomme und das lasse ich sein. Ja, und das ist sie, die Energizer 12 Volt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.